Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe nun endlich meinen Kühler bekommen. Hier seht ihr das schicke Ding. Ich packe ihn hier mal weg. Habe ich mir jetzt bei Hardware Versand für genau, ich glaube 43 Euro plus Versand sind es irgendwie 47 oder sowas. Habe ich mir den jetzt gegönnt, den Arctic Cooling Acelero Extreme 3. Da steht das, die Bezeichnung auch nochmal, Acelero Extreme 3. Ja, der war auch mal irgendwie immer bei 60 Euro oder sowas. Ich fand jetzt 42 oder sowas, fand ich jetzt nicht so wirklich viel dafür. Dafür, dass es immer noch, wie ich finde, der beste Kühler ist. Und ja, jetzt habe ich allerdings gelesen, dass dieser Kühler mit der GTX 780 ja, nicht so ganz kompatibel ist, sage ich jetzt mal. Ich habe doch heute selber noch einen Computerbase-Thread eröffnet. Ich kann den Link mal in der Beschreibung packen, wenn ich es nicht vergesse. Und zwar geht es dann darum, dass bei einigen Karten, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, bei einigen GTX 780 Karten, als Beispiel wird er jetzt EVGA genannt und ich glaube auch Gigabyte. Denn da war bei den Karten das Problem, wenn man den Kühler entfernt hat und diesen hier dann benutzt hat, hat er sich immer wieder hoch und runter geschraubt, sage ich mal. Also die Lüfter waren bei 800 RPM, Rounds per Minute, und haben sich jede 5 Sekunden von 800 auf 2000 hochgetaktet, irgendwie hochge... Ne? Das eben jede 5 Sekunden. Das heißt, jede 5 Sekunden von 800 auf 2000... dann wieder auf 800, wieder auf 2000 und so weiter. Das ist natürlich ziemlich nervtötend, wenn man sowas als Kühler hat. Und da kann ja nicht mehr von Ruhe oder sowas ja, die Rede sein. Denn wenn man die ganze Zeit einen wechselnden Geräuschpegel hat, geht das einem tierisch auf den Sack. Anders kann man sich sagen. Da wurde dann gesagt, warte, woran lag denn das? Ich meine, es lag daran, dass der vorige Kühler eine höhere Einstellung hatte, der RPM. Das heißt, der hat nicht erkannt, dass der hier nur mit, was weiß ich, 900 RPM dreht, sondern der war sozusagen zu langsam, dachte, der Kühler dreht sich gar nicht, also die Lüfter drehen sich gar nicht, und hat dann infolgedessen gesagt, hier, wow, jetzt müssen wir hoch, jetzt müssen wir hier schneller machen, da dreht sich gar nichts, und dann natürlich direkt auf 2000. Ne? Weil, sag mal, wenn die Technik denkt, es dreht sich nichts, dann natürlich direkt Vollleistung geben. Dann merkt er, oh ja, ist ja gerade Volllast, ja, also Vollauslastung der Lüfter, aber die GPU ist ja gar nicht so heiß. Also takten wir wieder runter. Und dann jedes Mal dasselbe Spielchen so, ne? Taktet runter, merkt, oh, die Lüfter drehen sich ja gar nicht, obwohl sie sich natürlich doch drehen. Und das soll anscheinend das Problem sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Für mich klingt es aber plausibel. Ich hoffe mal, dass es bei der Palit Super Jet Stream nicht so ist. Ich habe hier auch, Moment, da ist das Paketchen. Kann ich nochmal zeigen. Das ist also die Grafikkarte, die ich jetzt hier eingebaut habe. GTX 780. Wo steht es da? Super Jet Stream. Ja, ich hoffe, es läuft damit. Ich werde euch natürlich zeigen und berichten, ob es geht. Hier steht noch meine Teufelanlage, die ist ein bisschen kaputt. Ja, können das ganze Teil mal damit hinnehmen. Ich habe meinen PC schon aufgemacht und ich will das jetzt mal gleich testen. Allerdings zuerst, bevor ich das tue, da ist die Grafikkarte, werde ich den Lüfter nicht drauf montieren, weil das ist natürlich ein ziemlicher Zeitaufwand, und wenn es nicht geht, kann man den sehr schwer wieder entfernen. Vor allem die ganzen Bausteine, RAM-Bausteine etc. Ja, die kann man eben nicht entfernen und dann mit der Wärmeleitpaste und so weiter. Ich denke mal, ihr versteht mich. Das ist natürlich ein Heidenaufwand erstmal. Oder was heißt ein Heidenaufwand? Aber schon ein ordentlicher Aufwand. Und das will ich jetzt nicht umsonst machen. Das wäre ziemlich blöd. Das heißt, ich schließe die Lüfter hier, den Kühler, erst einmal so einfach an. Das heißt, ich lege den sozusagen daneben, schließt den an die Platine der Grafikkarte an und schau, ob das Problem hier auch so ist. Wenn es so ist, dann mal sehen. Also die Grafikkarte wird sozusagen in der Zeit eher passiv gekühlt. Ich werde die wohl gleich erstmal noch irgendwie runtertakten. Und ja, damit die einfach nicht zu heiß wird. Aber ich schätze mal,
Da wird nicht viel passieren. Ich brauche ja auch nur ein paar Sekunden, um das zu sehen. Und ja, dann erstatte ich euch Bericht, wenn es soweit ist. Wenn es gehen sollte, wird es vielleicht auch so ein kleines Montagevideo geben, wie man das Teil hier montiert. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Wie gesagt, Link ist dann in der Beschreibung zu dem Problem. Da ist es vielleicht ein bisschen besser beschrieben. Und ja, falls ihr es machen wollt, ich wünsche euch dann viel Glück schon mal. Falls ihr Fragen habt, natürlich in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.